Mein Name ist Manuel Thomas, ich bin Kaplan hier in der schönen Rhön. Das sind 24 Gemeinden. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren hier, habe auch meinen Pastoralkurs gemacht und das erste Kaplansjahr. Als ich mich damals entschieden habe, auch Priester zu werden, war mir ein großes Anliegen, einfach auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und aus der Jugendarbeit habe ich das gemerkt, wie schön es ist eigentlich, wenn man auch Menschen begleitet und auch so ein Stück weit eben prägen kann. Und das ist eigentlich das, was auch ein Priester macht, Wegbegleitung. Schwerpunkt sind natürlich die Gottesdienste, die Messfeiern. Dann bin ich verantwortlich für die Firmenvorbereitung, Beerdigungen, Krankensalbungen, Krankenkommunion. Ich bin an der Realschule und an der Grundschule. Im Großen und Ganzen ist es einfach ein sehr erfüllender Beruf. Charakteristisch für das Priesteramt ist zumindest, dass wir eine eindeutige Lebensentscheidung treffen. Dass wir uns nicht nur für einen Beruf, sondern auch für eine Lebensform entscheiden. Wir haben eine klare Message, die da ist und auch einen Auftrag. Und die Frage ist natürlich, wie schaffe ich das in meinem Leben bestmöglich zu transportieren? Vieles, was wir heute so kennen, an Sozialwesen, auch im Krankenhausdienst, im Bildungswesen, wäre ohne die Arbeit der Kirche heute so gar nicht etabliert, gar nicht so verbreitet. Deswegen denke ich, ist es immer noch lohnenswert, da auch seinen Dienst dafür zu tun, für das Alltägliche, für das, was für viele einfach selbstverständlich ist, für das Gute, was vor Ort passiert.